Lektion 74. Es gibt keinen Willen außer Gottes Willen. Und in dem Üben heute, mich wirklich in die Wirklichkeit hineinsinken zu lassen und, was ja auch in der Lektion beschrieben wird, den Unterschied zu bemerken von Rückzug, von Schläfrigkeit und zu erfahren, unseren tiefen Frieden, in dem wir freudvoll sind, in der Lebendigkeit Gottes. Und es gibt keinen Willen außer Gottes Willen. Und das zu üben und das zu erfahren, was das für ein Geschenk ist, diese Lektion und diese Erinnerung in meinem Geist und die Erfahrung, dass dieser Wille, den ich gemacht habe hier in der Trennung, dass ich den loslassen kann, weil es nur eine Idee in meinem Geist ist. Und wow, ich bin ewig im Willen Gottes, in dieser Freude. Und ich bin in der Schöpferkraft Gottes. Und in diesem Willen, in diesem Denken, ist nur die Freude und die Gegenwärtigkeit, die Liebe Gottes, in der schöpferisch zu sein, die auszudehnen mit allen anderen. Und Gott hat uns erschaffen. Wir sind eine Schöpfung Gottes und wir haben Gott nicht erschaffen. Also es wird ja auch im Kurs mit dem Bild deutlich gemacht, dass Eltern ihre Kinder erschaffen, so gesehen, und Kinder niemals ihre Eltern werden erschaffen können hier. Und das da sein zu lassen, hey, okay, ich bin verbunden, ich bin mit meiner Quelle verbunden in meinem wirklichen Sein, in meinem wirklichen Selbst. Und in dem ist Liebe, so gesehen, die Grundlage. Und im Trennungsgedanken, in dieser Angst, ist es das Ego. Da geht es um Besonderheit. Und dass es keinen Willen gibt, außer Gottes Willen, der mich hier wirklich freudvoll da sein lässt, indem ich diese Erinnerung, diesen Frieden, dass wir wirklich in Gott sind, nur noch mit allen teilen will. Und indem so im Frieden bin und in der Freude und in der Erfüllung, dass gar nichts von außen dazu getan werden muss oder jemals kann, sondern dass ich vollkommen erfüllt bin in diesem Willen, in diesem Denken, was mit allen geteilt werden will. Danke, ich danke dafür. Und damit heute zu üben, hey, wow, es gibt keinen Willen außer Gottes Willen. Das, was ich in Opposition gesetzt habe in meinem Denken, ist das Leiden, ist die Angst, ist die Einsamkeit, ist der Versuch, etwas wahrzumachen, was ich niemals wahr machen werde. Und das erlöst sein zu lassen, gegenwärtig wirklich zu vergeben. Da geht es ja dann auch um die Fehlschöpfung. Alles, was wir aus Angst getan haben, ist, wenn wir es vergeben, wenn wir bereit sind, es wirklich als ans Licht kommen zu lassen, mit dem Heiligen Geist zu betrachten im Geist und zu sagen, hey, wow, okay, Angst, das ist nicht Gottes Willen und es gibt keinen Willen außer Gottes Willen. Und es dann nicht mehr mich damit zu identifizieren, sondern wirklich, hey, wow, ich will erfahren, wer ich und wer alle anderen sind in diesem Willen.
Danke. Danke, dass es möglich ist, diesen tiefen Frieden zu erfahren. Und dass der Wille Gottes für mich wirklich nur Glück will, nur Heilung. Wenn ich im Willen Gottes bin, dann will ich das, dann bin ich erinnert. Und dieser Wille will diese Erinnerung ausdehnen, dass wir alle heil, geliebt, ewig, freudvoll sind. Danke. Danke, dass das der Wille Gottes ist, der hier wirklich mein Glück will, gegenwärtig. Und ja, in dem will ich sein, in diesem Willen. Und alles andere erlöst sein lassen. Danke. Danke für unser Üben. Alles voller Liebe.